Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Also der Friedensbewegung in Deutschland und hier wahrscheinlich ähnlich und in Österreich auch werden ja zwei Dinge vorgehalten. Erstens, der Pazifismus sei nun gescheitert angesichts von Putin Russlands Überfall auf die Ukraine. Und zweitens, die Forderung Frieden schaffen ohne Waffen sei ja nun endgültig widerlegt und gehöre auf den Müllhaufen der Geschichte. Und die beiden Dinge hängen ja sehr eng zusammen. Ich halte beide Behauptungen für falsch und für töricht. Pazifismus kann deswegen überhaupt nicht gescheitert sein, weil es hat noch niemals in der Geschichte ernsthafte pazifistische Politik gegeben. Wo denn, bitteschön? Wann denn? Durch wen? Von den 193 UNO-Mitgliedstaaten ist gerade mal ein einziges, nämlich Costa Rica, grundsätzlich dazu bereit, auf militärische Mittel, auf eigene Streitkräfte und Waffen zu verzichten. Mich erinnert die aktuelle Debatte vor allem in Deutschland, wo sie aus historischen Gründen sehr viel schärfer ist als bei euch hier und als in Österreich, leider an die Jahre der 80er, als ein CDU-Generalsekretär bei uns im Bundestag in der Debatte über den damaligen NATO-Doppelbeschluss gesagt hat, Zitat, die Pazifisten haben Auschwitz ja erst möglich gemacht, Zitat Ende. Das war Heiner Geißler, der diese infame Geschichtslüge leider mit in sein Grab genommen hat. Und das feiert heute, ich hätte fast gesagt, fröhliche Urstände in Deutschland, wenn einer Friedensbewegungsdemonstration etwa am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz dann entgegengebrüllt wird, Lumpenpazifisten, geht doch zu Putin. Es war damals, und das muss man einfach nochmal sagen, weil das die wenigsten wissen, die auch heute leichte Vergleiche Putin-Hitler herstellen, es gab damals in keinem Nord-, Süd-, Ost- oder westeuropäischen Land, das dann von Hitler Deutschland überfallen wurde, eine relevante pazifistische Bewegung. Und schon gar nicht eine Bewegung, die etwa die Regierungen dieser Länder davon abgehalten hätten, sich ausreichend zu rüsten. Und in Deutschland waren die pazifistischen Kräfte noch viel schwächer und kleiner als etwa in England. Und vor allem die wenigen deutschen Pazifisten, die saßen schon längst in den Konzentrationslagern, waren ermordet, gefoltert, bevor der Holocaust in Auschwitz und anderen Orten begann. Ich denke an Karl von Ossietzky oder Dietrich Bonhoeffer. Der Pazifismus, Einstein und auch Bertrand Russell, die zeitlang ihres Lebens Pazifisten waren, haben gesagt, der Krieg der Alliierten gegen Hitler-Deutschland war eine Ausnahme. Und ich tendiere dazu, dabei auch zu bleiben. Bei allen schlimmen Verbrechen, die Putin Russland in den letzten 13 Monaten begangen hat, der Krieg selber, das Verbrechen der Aggression, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während dieses Krieges begangen wurden, das sind alles Tatbestände, die auch strafrechtlich irgendwann zu verfolgen sind. Aber der Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg mit über 60 Millionen Toten und der industriellen Ausrottung von über 6 Millionen Menschen, weil sie Juden sind, dieser Vergleich stimmt nicht. Deswegen halte ich mit Einstein und Russell daran, das war die bisher einzige Ausnahme. Das Wichtige ist mir Folgendes. Pazifismus bewährt sich dann, wenn man sich getreu dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen rechtzeitig dafür einsetzt, dass wir national in unseren drei Ländern, in der Europäischen Union, in der gesamteuropäischen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und global auf Ebene der UNO, dass wir endlich die notwendigen zivilen Mittel, Instrumente und Kompetenzen herstellen, stark machen und auch einsetzen, um Konflikte, die es ja immer geben wird, zivil zu deeskalieren und zu verhindern, dass sie überhaupt auf eine Gewaltebene, auf eine Kriegsebene geraten. Das fängt an mit der rechtzeitigen Fähigkeit der Früherkennung von Konflikten und dann zivile, politische, wirtschaftliche, diplomatische Mittel einzusetzen, sie zu lösen, zu verhindern, dass sie eskalieren, wenn die Eskalation doch passiert. Und davor können sich auch und sollen sich Pazifistinnen nicht drücken. Dann muss man fragen, was dann passiert. Auch dann gibt es zunächst mal zivile, wirtschaftliche, politische Mittel, um einen Krieg zu beenden, Waffenstillstand und dann Verhandlungen zu ermöglichen über die Lösung der eigentlichen Konflikte. Und dann kommt natürlich die ganze wichtige Nachphase des Wiederaufbaus, der Versöhnung zwischen Völkern und innergesellschaftlich. Aber ich finde, Pazifisten dürfen sich nicht drücken vor der Frage, was passiert denn wie etwa beweiskräftig im Januar 93, wenn in Ruanda beweiskräftig ein Völkermord unmittelbar bevorsteht, er ist geplant, braucht es da nicht vielleicht ein Zwangsmittel,
ein Gewaltmittel, um diesen Völkermord zu verhindern? Meine Antwort dazu ist ja. Ich sage aber, diese Frage dürfen die Pazifistinnen nicht denen überlassen, die ohnehin immer nur in militärischen Kategorien denken. Aber dieses Gewalt- oder Zwangsmittel kann nur angesiedelt sein bei der UNO. Das kann keine westliche Militärallianz der NATO oder sonst wer sein, schon allein wegen der internationalen Glaubwürdigkeit und Legitimität. Also eine internationale Truppe, ob man sie dann Polizei nennt oder Blauhelmtruppe, lasse ich jetzt mal weg, Größenordnung 50.000 Menschen, Männer und Frauen, aber eben Individuen, die zur UNO gehen und sich dort nach gleichen Kriterien ausbilden lassen und dann ganz klar definiert, für welche Fälle der Einsatz, und das sind die vier Kernverbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen und Angriffskrieg, und, das ist ganz wichtig, damit ein solcher Einsatz eine möglichst breite internationale Legitimität hat, nicht mehr entschieden durch den Sicherheitsrat mit diesen Vetomöglichkeiten, über die der Laurent ja gesprochen hat, sondern beschlossen durch eine qualifizierte Mehrheit der Generalversammlung. Das ist das Ziel, wo wir auch als Pazifistinnen hin müssen. Zahlreiche Annahmen herrschen. Das erste ist, Putin, Russland führt einen Krieg gegen die UNO-Satzung. Das ist nun unbestreitbar und das kann auch kein Mitgliedsland der UNO irgendwo bestreiten. Deswegen kann es überhaupt keine Neutralität in diesem Konflikt geben. Und ich finde es, hat es immer schon problematisch gefunden, auch in den 32 Jahren, in denen ich in eurem Land gelebt habe, in Gent, wenn sich politische Interessen pro oder contra hinter diesem Neutralitätsbegriff verstecken. Und das ist auch hier nach meiner Wahrnehmung wieder der Fall. Es geht nicht um die Frage, ob die Schweiz neutral ist in diesem Konflikt oder nicht. Das kann sie überhaupt nicht. Sonst müsste sie diese UNO konsequenterweise morgen früh verlassen. Ja. Zweite Frage. Die zweite Frage ist, und da gibt es viele Falschbehauptungen und auch Unwissen, was gibt eigentlich der UNO-Sicherheitsrat, wenn er denn beschließt, oder auch die Generalversammlung vor, wenn sie denn beschließt? Das sind nur die Beschlüsse, wo Sachen verboten werden. Wenn also der UNO-Sicherheitsrat in der Vergangenheit Waffenlieferungen an Apartheid, Südafrika und Öllieferungen verboten hat oder auch an Irak, dann waren alle UNO-Mitgliedstaaten daran gebunden. Da hätte auch die Schweiz, wenn sie zu dem Zeitpunkt schon Mitglied gewesen wäre, in den 80ern gar nichts machen können. Aber hier stellt sich doch die Frage, was ein Staat oder was Staaten aktiv tun oder eben nicht tun, um die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen. Und da ist es zunächst mal überhaupt nicht zwangsläufig zu sagen, auch wenn man nicht neutral ist, dass man deswegen Waffen liefern muss. Das ist dann wirklich eine Frage der politischen Abwägung, ob man das für das richtige und geeignete Mittel hält. Und da geht ja nun auch vieles durcheinander, gemessen an den unterschiedlichen Zielen dieser Waffenlieferungen. Ich finde, die Schweiz hätte längst die Möglichkeit gehabt, die Tatsache, dass sie nicht neutral ist, auf vielen anderen Punkten zu beweisen, endlich die über 100 Milliarden Oligarchengelder auf Schweizer Konten einfrieren. Nummer eins. Zweitens, das zu tun, was wir alle tun können und tun müssen, nämlich dafür zu sorgen, dass Menschen, die an diesem Krieg nicht teilnehmen wollen, diese Akteure, egal ob ukrainische oder russische, in der Schweiz Aufnahme finden. Genauso Aufnahme finden wie geflüchtete Menschen. Ich gehe noch weiter. Wenn die Schweiz und andere europäische Regierungen ein Begrüßungsgeld von 1.000 Franken für jeden Ukrainer und Russen, die an diesem Krieg nicht teilnehmen wollen, ausloben würde, das wäre ein echter Akt der Unterstützung. Und zweitens, wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen, und das betrifft uns alle, hier in Heiden, an allen Orten in Deutschland, an allen Orten in der Schweiz, an allen Orten in Österreich, dieser Krieg wird in den nächsten Monaten nochmal dramatisch eskalieren, wenn die jetzt schon seit langem angekündigten Frühjahrsoffensiven im Mai beginnen werden. Und dann werden nochmal viele Millionen Menschen als Geflüchtete zu uns nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich kommen. Und dass wir darauf vorbereitet sind und die bisherige positive Stimmung nicht kippt,
weil Kommunen überfordert sind. Das ist unser aller Verantwortung, dazu mit beizutragen und auch dafür zu sorgen, dass Geflüchtete aus anderen Kriegsregionen eine genauso gute Aufnahme finden, wie das bei den Ukrainern der Fall ist. Ich denke, das Problem ist, selbst wenn Mensch nicht Pazifist oder Pazifistin ist, dass es Anlass gibt zu ganz großen Bedenken gegenüber den Waffenlieferungen. Und meine Bedenken sind erstens, dass die Ziele, die politischen und die militärischen Ziele, die mit den Waffenlieferungen westlicher Staaten und den Waffenforderungen der Regierung Zelensky verbunden sind, diese Ziele gehen kunterbunt durcheinander. Das fängt an mit dem Minimalziel, ein sogenanntes militärisches Erschöpfungspapier zu stellen, wo dann beide Seiten keine relevanten Fortschritte machen oder Rückschläge erleiden. Und dann werde sich schon lokale Waffenruhen einstellen, irgendwann landesweiter Waffenstillstand und dann könne man verhandeln. Wir sehen jetzt in Bachmut seit über 7 Monaten, das funktioniert nicht. Da findet ein brutaler Stellungskrieg statt mit unglaublichen Menschenopfern und Materialverschleiß und es kommt nicht zu einem Waffenstillstand. Die nächste weitergehende Forderung ist die Zurückdrängung der russischen Invasionstruppen hinter die Linien des 24. Februar vom letzten Jahr. Das ist völkerrechtlich eine völlig legitime Forderung, dass wir uns da nicht missverstehen. Ob sie realistisch ist, eine zweite Frage. Die weitergehende Forderung ist die Rückeroberung des gesamten Donbass und die noch weitergehende die Rückeroberung der Krim. Das sind die beiden offiziell erklärten Ziele der Regierung Zelensky, an der sie auch ihre Waffenforderungen bemisst. Die deutsche Außenministerin Baerbock geht noch weiter und sagt, man müsse Russland niederringen und ruinieren. Und der amerikanische Pentagon-Chef sagt, man muss den Krieg so lange führen, bis Russland niemand mehr in der Lage ist, nach außen militärisch zu agieren. Solange sich die westlichen Staaten nicht wenigstens auf eines dieser Ziele einigen, bestimmt derjenige, der die weitestgehenden Ziele und Forderungen formuliert, die internationale Debatte und alle anderen hecheln hinterher. Und wenn das so weitergeht, in der Dynamik, ist völlig absehbar und auch völlig logisch, dass wir spätestens im Herbst die Forderung nach westlichen Bodentruppen haben werden. Weil hier, und das ist der zweite Grund für meine Skepsis, trotz aller Schwierigkeiten, die die russischen Streitkräfte haben und hatten, eine ungemeine Überlegenheit besteht, etwa von 10 zu 1. Putin kann bis zu 3,5 Millionen Menschen in diesen Krieg zwingen, die Ukraine etwa 350.000. Und dann gibt es auch noch bei vielen Waffensystemen große Überlegenheit, die auch nicht annähernd durch das ausgeglichen werden, was der Westen bisher zugesagt hat. Das heißt, meine Befürchtung ist, wenn das so weitergeht, werden wir an immer mehr Orten so Arten von Stellungskriegen erleben, wie in Bachmut mit schließlich entvölkerten Städten, Zerstörung, Tod und Russland gewinnt diesen Krieg am Ende doch. Wobei ja gewinnen gar nicht heißen muss, dass man die ganze Ukraine erobert und besetzt. Es reicht ja der Donbass und der Landstreifen am Asowschen Meer. Dann hätte man den Rest der Ukraine in Anführungszeichen abgetrennt vom Zugang zum Asowschen Meer, zu den Häfen. Man hätte in diesem Streifen plus minus 75% aller relevanten ukrainischen Industrien und dieses Territorium, was ich eben skizziert habe, ist das, was aus Putins Denkweise die russische Welt ist. Aus religiösen, aus historischen, aus kulturellen Gründen. Und das zweite Szenario ist, der Krieg geht weiter und dank der westlichen Waffenlieferungen und nochmals vielleicht Rückeroberungserfolge durch die ukrainischen Streitkräfte wie im letzten September, fühlt sich Putin eines Tages so sehr in die Ecke gedrängt, in die er sich natürlich selber begeben hat, dass er doch zum Mittel der Atombombe greift. Ich wäre froh, ich könnte das hier guten Gewissens ausschließen, aber ich kann es nicht. Und das alles ruft nach Verhandlungen. Und dann wäre die Frage zu besprechen, wie es zu Verhandlungen kommen kann. Das darf ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht mehr. Das lässt sich aber beschreiben. Ich sage es nur in 3 Sätzen. Es wird nur zu direkten Verhandlungen kommen. Erstens, wenn die äußeren Akteure ihre Einfluss- und Druckmöglichkeiten auf die beiden unmittelbaren Kriegsparteien wahrnehmen. Das ist im Falle von Putin China und die Regierungschefs der Länder im globalen Süden, die am meisten unter den globalen Folgen leiden, also Ernährungskrise, Ägypten, Südafrika, Indien und so weiter. Und auf westlicher Seite müssen die westlichen Staaten dem Zelensky erstens sagen, du musst auch bereit sein, mit Putin zu verhandeln, so schwer das fallen mag. Aber alle Empirie der Beendigung von Kriegen zeigt uns, du kannst dir leider nicht aussuchen, wer auf der anderen Seite
das Sagen hat. Wenn die Nordvietnamesen 1968, als bereits 2 Millionen Vietnamesen den US-amerikanischen Bomben zu Opfer gefallen sind, gesagt hätten, wir reden aber nicht mit den Kriegsverbrechern Nixon und Kissinger, dann wäre dieser Krieg bis heute nicht beendet worden. Man hat geredet, zunächst hochgeheim, dann offen, und es hat 5 Jahre gedauert im Vietnamkrieg bis zu einem Abkommen. So ähnlich kann es hier auch laufen. Und die zweite Vorbedingung ist, Moskau muss bestimmte Signale aus Washington bekommen, damit Putin möglicherweise bereit ist zu verhandeln. Und ein ganz wichtiges Signal wird sein müssen, wir, die USA, verzichten darauf, die Ukraine in die NATO zu holen. Selbst wenn Zelensky zu dieser Position, dass das etwas sein wird, selbst wenn Zelensky zu dieser Position zurückkäme, die er am 29. März letzten Jahres noch auf den Verhandlungstisch gelegt hat in Istanbul, muss Moskau dieses Signal aus Washington hören, weil es waren die USA viele Jahre, bevor man in der Ukraine überhaupt an NATO-Beitritt gedacht hat, geschweige denn eine Mehrheit und vielleicht jetzt einen Konsens dafür hat. Viele Jahre vorher hat die amerikanische Regierung unter George Bush ultimativ das verlangt, 2008 auf dem NATO-Gipfel die Ukraine und auch Georgien und Moldawien möglichst bald aufzunehmen. Deswegen, wenn dieses Signal verlässlich sein muss, dann muss es von Washington kommen. Ob darüber hinaus auch territoriale Zugeständnisse signalisiert werden müssen, das will ich nicht behaupten. Mir fällt nur Folgendes auf. Letzter Satz. In Deutschland, wenn man da nur für Verhandlungen ist, kriegt man in der öffentlichen Debatte sofort den Knüppel über den Kopf. Du willst ja Zelensky zur Kapitulation zwingen. Nein, das will ich nicht. Deswegen sage ich auch immer, wenn man für Verhandlungen ist, und das ist ja möglicherweise auch hier nicht Konsens, muss man immer klar sagen, für Verhandlungen zu sein, damit das Töten und Sterben und Zerstören aufhört, heißt überhaupt nicht, dass man der Regierung Zelensky vorgeben will, worüber sie zu verhandeln hätte, was für Angebote oder gar was für Konzessionen sie zu machen hätte. Aber das ist die Debatte in Deutschland. In USA haben wir einen Außenminister, Anthony Blinken, der letzte Woche ganz öffentlich sagt, wörtlich, die ukrainische Regierung wird sich darauf einstellen müssen, am Verhandlungstisch territoriale Zugeständnisse zu machen. Zitat Ende. Wenn ich das in Deutschland sagen würde, würden sie mir den Kopf und andere Körperteile abreißen. Also so viel zur sehr unterschiedlichen Debatte hier bei uns, weniger bei euch in Deutschland aus historischen Gründen, und in den USA läuft eine ganz andere Debatte. Wir werden möglicherweise bald erleben, dass aus innenpolitischen Gründen die Regierung Biden umschwenkt, weil die Republikaner es zur Wahlkampfstrategie machen, zu sagen, das Geld, was jetzt in die Ukraine geht, das brauchen wir in den USA selber. Und dann werden manche in Europa das nicht rechtzeitig mitkriegen, dass die Amerikaner ihre Strategie verändern. Danke für die Geduld.